Alright, sind wir zurück. Trading Talks, Aufbau der Handelsstrategie hier von einem zum nächsten Webinar. Habe ich mich vorhin sogar leicht vertan, denn in deutscher Sprache sind wir ein wenig rückläufig hier gerade. Ich ging eigentlich schon davon aus, dass es heute um den nächsten Themenkomplex geht, aber wir sind beim Thema Aufbau Ihrer Handelsstrategie. Genau das bin ich Ihnen erst einmal noch schuldig und in dem Zusammenhang hier willkommen natürlich zurück. Hey, Volkmar, Rudolf. Wir haben uns in Berlin getroffen beim Seminar im Februar. Matthias Gätke. Oh, Matthias. Wohnen Sie im Norden in der Hannover-Ecke? Kennen wir uns vielleicht sogar? Dann könnte das sogar sein, dass wir uns beim Stoppelfeldrennen gesehen haben. Da gibt es auch einen Matthias Gätke, damals in seinem heißgemachten Käfer unterwegs. Coole Kiste. Das wäre jetzt ja ein wahnsinniger Zufall. Damals habe ich noch für mich privat, beziehungsweise für die Stoppelfeld-Rennfahrer-Cruise Videoaufnahmen damals gemacht, war ein Highlight. Egal. Aber wenn das jetzt so wäre, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, Matthias, wenn ich sage einfach mal, du das bist. Egal. Wir gehen im Thema weiter hier und zwar Themenbereich Aufbau der Handelsstrategie und zwar Aufbau der Handelsstrategie. Wie finde ich eine funktionierende Strategie? Da gibt es natürlich viele Ansätze und viele Themen. Ich versuche es mal ein Stück weit auf den Punkt zu bringen und zusammenzufassen und zwar genau so zu machen, wie ich es damals angegangen war und bin und wie ich damals entsprechend die Märkte mir zurechtgelegt habe und daraufhin natürlich entsprechend meinen Erfolg basiere. Dann, wie nutze ich, und da ist das deutsche Wort nicht so richtig, bin einfach mit dem englischen Wort hier aufgewachsen, im Trading-Bereich, kann ich Ihnen im Übrigen ebenso empfehlen. Trading, Handel findet ja hauptsächlich in der alten englischen Sprache hier statt. Also Mindset, wie nutze ich meine geistige Einstellung, also wie nutze ich das Mindset in den Märkten für mich und meine Strategie auf die Probe stellen sind dann die letzten Punkte, um die es dann entsprechend hier geht und logischerweise danach für Sie ganz klar wie immer Fragen. Also legen wir los. Handelsstrategie. Jetzt gucke ich mir den MetaTrader an und habe ja dann mit Ihnen in der Vergangenheit hier auch mich schon darum gekümmert zu sagen, okay, wie sieht es in den Märkten aus? Wo können wir Einstiegspunkte finden? Wo können wir Ausstiegspunkte finden? Wo finden wir Fibonacci-Möglichkeiten? Die Grundlagen sowieso. Wie basteln wir uns den MetaTrader so zurecht, dass er vielleicht so aussieht wie bei mir oder dass wir uns einfach nur vielleicht verschiedene Oberflächen, wie gesagt, hier anschauen? Das haben wir uns in den vergangenen Webinaren immer wieder auf wöchentlicher Basis quasi angetan. So, und jetzt dann das Thema, wie gesagt, Handelsstrategie. Jetzt überlege ich mir hier einen Chart und denke mir, okay, Euro-Dollar. Warum handle ich das Euro-Dollar-Währungspaar? Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder, weil ich vielleicht fundamental Nachrichten erwarte und das heißt, aktuell die Europäische Zentralbank unterstützt die Finanzmärkte mit Liquidität, mit einer erwarteten Liquiditätsschwemme, wie heute beispielsweise 500 Milliarden, so die Markterwartung könnten dazukommen. Dann wissen wir, dass es eine größere Verschuldung nach wie vor ja schon in den Vereinigten Staaten gibt, könnte also schwach sein für den US-Dollar. Dann wissen wir weiterhin ebenso, dass es auf der Marktebene natürlich, dass es auf der Marktebene natürlich dann weiterhin umhergeht mit der Möglichkeit, dass die Tumulte zu größeren Problemen führen können, inflationäre Erwartungen, die man auch anführen könnte, die ich nicht unterstütze. Aber da gibt es für alles ja beide Meinungen. Das heißt, wenn Sie danach suchen, Euro-Dollar legt zu, können Sie im Netze 1000 Meinungen finden, die das bestätigen. Wenn Sie Meinungen suchen im Netze vielleicht zum Thema Euro-Dollar geht weiter abwärts nach unten, gibt es da auch genauso 1000 Meinungen. Dann finden Sie entsprechend eine Bestätigung für das, was Sie tun. Kümmern Sie sich um die Chartstechnik, gibt es die Alternative? Das ist jetzt hier mein Steckenpferd, dass ich sage, okay, ich gucke mir in den Charts Möglichkeiten an, ich gucke mir in den Charts mögliche Widerstände, Unterstützungen an. Auch das haben wir uns in den Märkten, in dem Seminar hier oder in der Reihe der Trading Talks angeschaut. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und so könnten wir sagen, okay, wenn ein Währungspaar immer beispielsweise hier an einem starken Widerstand sich befindet, wo zum Beispiel gerade wie aktuell hier an der Monats- oder auf der Monatsebene, der Wochenebene, der Tagespivotzone wir nicht weiter über eine Zone hinausbrechen, könnten wir darüber nachdenken, dass wir den Markt verkaufen, sagen Stop-Loss auf die andere Seite, Einstieg vielleicht genau jetzt. Wenn wir einen Tiefpunkt, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, einen Tiefpunkt in der europäischen Handelszeit erarbeiten. Genau das haben wir heute gemacht, also vielleicht ein Stück weit tiefer hier. Und dann würden wir sagen, okay, wir wollen mehr Gewinn als Risiko im Markt herausziehen. Sagen wir, so würde es dann durchaus passen, sagen wir dann oben
wäre dann ein Widerstandsbereich oder etwas oberhalb des Widerstandsbereichs ein Stop-Loss. Unten haben wir dann entsprechend den Unterstützungsbereich. Der würde sich dann so anzeigen lassen. Das, wie gesagt, würde natürlich dann entsprechend hier dafür sprechen, dass der Markt vielleicht in der Art und Weise mit nettem Gewinn uns helfen könnte. Und jetzt wäre natürlich die Überlegung, macht das von der Handelsstrategie-Seite her Sinn und wie findet man eine Strategie? Ich stelle jetzt gerade eine Strategie vor, wie zum Beispiel auch noch mehrere andere und dann gucken wir, ob das zusammen durchaus mit einer gewissen Sinnhaftigkeit hier verbunden werden kann. Die Strategie basiert darauf, dass der Markt nach einer starken Bewegung, RSI-Indikator beispielsweise hier unten im überkauften Bereich, sehr oft, wenn der Markt stark, ich vergleiche es immer mit dem Gummiband-Effekt, hier stark in eine Richtung gezogen wurde, gibt es eine Seite nach, meistens die, die schon mit starken Kräften bereits den Markt nach oben gezogen hat. Danach gibt es gerne eine fallende Berichtung, ob die jetzt hier wirklich zu erwartend bis so stark nach unten läuft. Sei mal dahingestellt, aber die Idee, dass nach einer starken Abwärtsbewegung dann auch wiederum eine Aufwärtsbewegung quasi auftritt, genau das, was wir hier so im Markt sehr positiv sehen können, kann man alles handeln, gibt für alles Möglichkeiten. Wie gesagt, das wäre jetzt hier eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind jetzt in den letzten zwei Wochen eigentlich fast letzte und diese Woche bereits so stark aufwärts gelaufen, dass jetzt eine Gegenbewegung durchaus wahrscheinlich sein könnte und daraus resultiert dann eine Handelsstrategie wie die folgende hier. Verkaufen jetzt unterhalb der 1,12er Marke. Stop-Loss wären 1,1260, also 60 Pips. Take-Profit liegt hier unten dann bei der 1,1090. Beispielsweise wäre jetzt mal so aus dem Raum gegriffen. Darum soll es jetzt gerade nicht gehen. 100 Pips, das heißt, wir machen 5 Trades, gewinnen 5 Trades davon, haben also hier 5 mal 100 Pips und 500 Pips gewonnen. Und dann haben wir von diesen 500 Pips müssen wir dann abziehen. Die 60 Pips, also 300 Pips abziehen, netto 200 Pips, wäre dann auf, ja, in dem Fall hier Tagesbasis vielleicht auf Wochen- oder Monatsebene, wären dann 200 Pips Gewinn über den Monat gesehen. Und dann muss natürlich die Strategie auch wiederum hier beinhalten, wie viel können wir entsprechend damit dann, wenn wir das Ganze funktionierend machen wollen, wie viel können wir dann entsprechend damit im Markt gewinnen, hängt natürlich von unserem Portfolio ab. Riskieren wir, dazu komme ich dann später, riskieren wir 10.000, also im nächsten Webinar komme ich darauf hin, riskieren wir 10.000 oder haben wir einen Kapitalstock von 10.000 Euro, riskieren wir am Anfang unserer Karriere vielleicht eher 1%, also was haben wir, 10.100 Euro dann pro Trade, da sind wir ein Stück weit hier eine auf der eher fortgeschrittenen Ebene, riskieren wir vielleicht eher das Doppelte, also eher 200 Euro, heißt dann, uns kann nicht sehr viel anbrennen, der Rückblick logischerweise hier im Trading besagt sehr oft und das leider immer wieder das Problem, was ich hier natürlich nicht nur hier ich in den Webinaren feststelle, sondern auch im Handel insgesamt hier, deswegen blenden wir es auch am Anfang ein, den Risikohinweis hier, da steht für diejenigen, die sich es mal anschauen, 76% der Kleinanleger hier verlieren mit diesem Anbieter Kapital, das heißt, das sind meistens dann nämlich genau einfach und das ist ganz stumpf gesagt hier von mir, ganz klar auch aus der Vergangenheit, das ist einfach ganz klar damit zu begründen, dass die meisten leider es nicht verstehen, wie der Handel funktioniert und am Anfang so viel gewinnen wollen. Viele sagen ja, oh, ich gehe ins Casino und verdiene Geld, ja, das ist auch in Teilen möglich, aber statistisch gesehen verliert man logischerweise im Casino Geld, gleiches mit dem Lotteriespiel. Es gibt dann sicherlich immer mal hier einen oder anderen, der es versucht, gerade wenn die Lotteriesumme sehr hoch ist, der dann auch mal geneigt ist, einen Gewinn zu erwirtschaften. Ich weiß nicht, warum einfach sich das Ganze immer wieder so durchsetzt entsprechend und Lotterien so viel Positives an Zulauf bekommen. Auf der anderen Seite liegt das ganz klar daran, dass man zu viel Risiko in den Märkten geht. Schlicht und ergreifend ist es das, weniger Risiko heißt, Sie behalten Ihr Kapital, mehr Risiko heißt, Sie schlicht und ergreifend, das ist ganz stumpf formuliert hier, Sie verbrennen es schlussendlich in den Devisenmärkten und ich vergleiche es immer mit dem Führerschein, keiner fängt an, erste Fahrstunde, Porsche, Autobahn, linke Spur, so und jetzt lieber Fahrschüler, fang mal an, jetzt fahren wir mal innerhalb von 3 Stunden von Hamburg nach München, macht keiner, sondern man lernt erstmal auf dem Parkplatz. Übersetzt im Risiko hier bedeutet das ganz klar, erstmal 1-2%, machen Sie 1% Risiko, 10.000 Euro dürfte vielleicht, jedenfalls derjenige von Ihnen oder diejenige, die hier längerfristig am Erfolg festhalten wollen, dürfte auch durchaus möglich sein. Jede Art und Weise von geschäftlicher Tätigkeit, unternehmerischer Tätigkeit, würde ich mal sagen, lässt sich mit einem Mindestkapitaleinsatz beschreiben und da wären vielleicht 10.000 jetzt nicht unbedingt starke zu hoch gegriffen. Selbst wenn Sie mit 1.000 Euro anfangen, umso besser arbeiten Sie mit Realgeld und auch das macht definitiv Sinn. Realgeld heißt dann,
bei 1% Risiko können Sie pro Trade maximal 10 Euro bei 1% verlieren. Das heißt, 10 Trades in der Reihe verloren. Das habe auch ich schon und auch immer wieder mal habe ich auch genau solche Kennzahlen. Natürlich, Sie kennen ja mein Portfolio auch grob, jedenfalls das, was ich hier repräsentiere. Das heißt, 10% verloren innerhalb von 10 Trades. Keine Seltenheit, passiert sehr oft, bedeutet aber auch ebenso eine Lernkurve. Denn das Ziel sollte langfristig gesehen vielleicht auch für Sie natürlich sein, dass nicht nur das eigene Kapital gehandelt wird, sondern dass man auch, und da ist ganz klar auch ein Account in Höhe von 1.000, 100 Euro vielleicht nicht, aber von 1.000 oder 10.000 Euro maßgeblich, indem Sie sagen, okay, ich handle ein bisschen, ich gehe umher, spreche mit Family, mit Freunden und sage, hey, du hast da auch ein bisschen Geld, das und das habe ich in der Vergangenheit erwirtschaftet, schau dir an, ich kann mit meinem Geld erwirtschaften. Habe vielleicht auf der Oberseite, also auf der Gewinnseite, noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. Unser Portfolio ist noch nicht stark gestiegen. Aber, und das ist bei jedem Profihändler immer die wichtigste Kennzahl, wie ist denn dein Drawdown? Wie stark ist denn dein Portfolio gefallen in der Vergangenheit? Die Kennzahl bedingt dann logischerweise, ob auf der professionellen Ebene jemand Ihnen Geld oder Kapital anvertraut. Denn zuerst möchte ich ja wissen, wie hoch ist mein Risiko? Also, eine funktionierende Handelsstrategie fängt zunächst einmal damit an, wie Sie eine funktionierende Strategie aufbauen, um die untere Seite abzufedern, also diese Verlustseite, die Verlustserie abzufedern und zu sagen, okay, ich riskiere vielleicht erstmal 1%, dann habe ich nach einem halben Jahr, bei anderen geht es vielleicht ein bisschen schneller, nach 3-4 Monaten, bei anderen dauert es länger, bei mir waren es in etwa so 3 Jahre, bis ich sagen konnte, okay, jetzt bin ich in der Gewinnphase, jetzt ist es so, wenn mir jemand 10.000 Euro gibt, sind die nicht innerhalb von 4 Wochen weg, sondern es sind vielleicht 11.000 Euro auf dem Konto nach einem halben Jahr. Entsprechend Kennzahlen, die sich präsentieren lassen und die dann dafür sorgen, dass logischerweise hier die wichtigsten Punkte abgefrühstückt und abgefedert werden, nämlich die Verlustseite, wenn man es schafft, in Richtung Null zu kommen, so witzig es klingt, oder so schräg es klingt, aber es zu schaffen, keine Verluste in den Märkten anzuhäufen, umso besser wird es dann auch langfristig gesehen funktionieren, dass Sie Geld in den Märkten verdienen, denn Sie haben das Risiko verstanden, Sie wissen, wie es an den Märkten funktioniert, Sie wissen, wie die Märkte ticken und Sie wissen vor allen Dingen, wie dort an den Märkten gespielt wird und weiterhin natürlich auf der oberen Seite dort die Chance natürlich weiterhin dort besteht. So, das ist hier die Grundlage. Handelsstrategie funktionieren. Also, suchen Sie sich verschiedene Faktoren aus. Das wäre zum Beispiel eine Handelsstrategie, immer wenn die Märkte weit gelaufen sind, zu schauen, wo kann man einen Einstiegspunkt finden, wo sind Indikatoren auf Extremwerten. Zum Beispiel, einige Händler interessanterweise sind gerade auch dabei, ihre Portfolios, einen von Ihnen kennen Sie, möchte den Namen jetzt nicht zitieren, aber einen von denen kennen Sie auch, der jetzt sagt, so, jetzt könnten wir auf der Short-Seite eben Aktienmarkt versuchen, Einstiege zu finden. Ich bin dort ja schon seit längerer Zeit involviert, weil ich glaube, dass immer noch hier etwas mehr auf der Short-Seite passieren könnte. Ich glaube jetzt kaum, dass eine zweite Welle im Corona-Fall hier kommt, aber irgendwie habe ich weiterhin hier das Gefühl, dass es noch ein bisschen brennt und ein Stück weit dicke Luft hier nochmal zurückkommen könnte, dass ich zumindest hier auf der Short-Seite die Positionen, die gerade im Verlust laufen, abfedern kann, respektive wiederum ein wenig schließen kann. Mich würde es definitiv nicht wundern, wenn wir uns zumindest zurück in Richtung 2,6, 2,7er Ebene bewegen, nochmal eine Unterstützungszone hier antesten, bevor die Märkte weiterhin zulegen, dann würde ich jedenfalls auch hier, und das ja mein Portfolio aktuell hier gestreut über mehrere Portfolios eigentlich im Verbund, bei dem hier der Teilkapital setzt auf die fallenden Kurse und im anderen Portfolio bin ich auf der Aktienseite bereits, wie ich es auch immer wieder kommuniziert habe, long investiert einfach, stellen sich also beide entgegen. Gerne einige Händler im Übrigen auch, die es genauso fahren, die sagen, okay, hier brauche ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Kapital, weil gerade meine Short-Positionen im Verlust sind. Auf dem anderen Portfolio kann ich es vielleicht gerade abziehen. So kann man auch bei BDS Fitness natürlich hier zwei Portfolios fahren und das Kapital immer wieder hin und her schieben und dann entsprechend verschiedene Rückschlüsse daraus ziehen. Eine andere Strategie wäre, wie gesagt, Aktien jetzt zu verkaufen. Das wäre durchaus etwas Mögliches. Der Nasdaq bietet sich hier gerade vielleicht sogar an. Doppelter Widerstandspunkt, auch Extremwerte im Wochenchart, noch nicht im überkauften Bereich, im Tageschart schrammt der Markt gerade die ganze Zeit am überkauften Bereich quasi so heran. Das bedeutet natürlich ein Stückchen weit, dass die Märkte hier auf der Ebene definitiv, dass die Märkte auch weiterhin steigen könnten, denn wir sind noch nicht im schnellen, extremen überkauften Bereich involviert, sondern eher langsam steigen. Das ist eigentlich eher gesund. Trotzdem halte ich das hier für ein wenig verfahren und vertrackt.
Denn auch ich bin der Meinung, dass die Aktienmärkte weiter erst einmal fallen dürften. Andere Strategie wäre zum Beispiel natürlich dann zu sagen, okay, wir machen einfach Moving Averages und spielen die Moving Averages gegeneinander aus. Machen wir mal das 200er, da sehen wir jetzt hier natürlich noch nichts. Und dann machen wir mal das 50er als langfristige Strategie vielleicht. Das machen wir mal in Orange, Agent Orange. Und dann gucken wir mal auf dem Tageschart, was wir hier so sehen, ist aus der Luft gegriffen, könnte man zum Beispiel auch sagen, eine funktionierende Handelsstrategie, vielleicht, ich habe es eine Weile getestet, hat nicht zu sonderlich guten Ergebnissen geführt, wie so meist sind es da kleine Kniffe, die dann zu gewinnbringenden Strategiemöglichkeiten führen, langfristig der Trend leicht nach oben, wenn die kurzfristige Handelsstrategie, wir sehen es hier, wir haben so einen langfristigen, also wir haben ja einmal so den großen Fischkutter, nein, nicht andersrum, wir haben hier den großen Containerdampfer, der hier so langsam seine Richtung fährt, und wir haben den kreuzenden Fischkutter oder das Sportboot, der die ganze Zeit hier um den großen Containerfrachter herum sich bewegt. Und da bieten sich natürlich viel mehr, wie es dann immer so ist, auf kurzfristigeren Zeitebene viel mehr Einstiegspunkte. Das Ganze kann man handeln auch auf der 5-Minuten-Zeitebene oder auf der Stundenzeitebene zum Beispiel. Immer wenn die kurze Trendlinie, die lange entsprechend nach oben hin durchkreuzt, dann würde ein Einstiegspunkt, das ist so die Moving Average Cross Strategy, oft und lange bewährt. Hier zum Beispiel gibt es die andere Seite nochmal, da war es dann ein fallender Preis, hier unten wäre ein fallender Preis gewesen, unterhalb also eines Tiefpunktes hätte man hier den Markt verkaufen müssen, wäre nie getriggert worden, oberhalb eines Hochpunktes hätte man hier also den Markt kaufen müssen, das sind wir hier und grob, genau, wäre also hier der Fall, da wäre man in einem Long, der hätte ziemlich lange funktioniert, je nachdem bis wann man dort dann den Markt mitgeht, hätte man da Kapital gewinnen können. Hier wären wir einmal in einem Short drin gewesen, wenn wir hier die Zone, interessanterweise hier ist es Einstiegspunkt, da ist es dann Ausstiegspunkt, vielleicht wenn man einfach noch einen Ausstiegspunkt und das Ganze hier im Trend sich anschaut, da hätte man verkaufen sollen unterhalb der Short Unterstützungspunktebene hier, hat keiner gemacht, wäre nicht getriggert worden und stattdessen wäre der Markt weiter nach oben gelaufen. Das heißt, das wäre eine Trendfolgerstrategie, wo man dann im Gegensatz zu der Extremstrategie, wie ich gerade sagte, Markt ist stark gelaufen, ich verkaufe, Markt ist stark gefallen, ich kaufe. Hier ist das Gegenteil der Fall. Das wäre eine Trendfolgestrategie. Hier wäre zum Beispiel nochmal was, hier fallende Kursbereich, hier hätten wir nochmal Einstiegspunkt vielleicht finden können. Müssen wir jetzt im Einzelnen anschauen. Extrempunkt wäre der hier gewesen. Zum Beispiel hier unten, da hätten wir hier einen Kaufanstieg bekommen, der Trend, langfristige Trend abwärts, durchkreuzt mit dem kurzfristigen Trend aufwärts, hieße hier drüber kaufen, wäre wahrscheinlich hier ein Einstiegspunkt gewesen, Stop-Loss hätte irgendwo auf der unteren Seite, vielleicht hier unten, nein, den Punkt kennen wir nicht, wir hätten den wahrscheinlich hier unten hingelegt, genau, dann hätten wir das gleiche an Gewinn, hätten wir hier oben mitnehmen können, wenn der Markt wieder im umgekehrten Fall uns eine Verkaufskursbewegung gegeben hätte. Das heißt, wir hätten hier durchaus 1:1 Gewinn zum Verluste abdecken können. Das wären so Basisvarianten. Die 200er und 50er Cross ist natürlich relativ lang, deswegen hat man hier so ganz langsame Bewegungen, die man damit handelt, aber das lässt sich natürlich auch mit kurzfristigen Bewegungen handeln. Dann lässt sich dazu zum Beispiel auch noch hier diese Extremwertbewegung mit einziehen, also diese RSI, den relativen Stärkeindikator, unter 30 zu verkaufen wollen wir nicht. Über 70 aktuell bei mir kaufen wollen wir ebenso nicht. Also das haben wir dann hier als so eine gewisse Richtlinie. Wenn der Markt in diese Extremzone läuft, sollten wir unsere Position langsam abbauen. Das bietet natürlich sich dann gerade an, als leichte Gewinnmitnahmemöglichkeit, um hier festzustellen, wann der Markt vielleicht eher ein wenig warm gelaufen ist und wann sich ein Ausstieg beispielsweise lohnt. Das wäre eine Variante. Jetzt gibt es dann noch natürlich 1000 Varianten, aber da gibt es zum Beispiel auch eine Handelsstrategie, die sich hier um diese Ichimoku-Bewegungen handeln lässt. Also wo wir natürlich dann sehen, wenn sich der Markt, das ist im ähnlichen Beispiel gerade auch, wo wir halt diesen Wolkenbereich sehen, oberhalb der Wolke wären Kaufkurse, unterhalb der Wolke wären eher Verkaufskurse und das Ganze dann nochmal zusammengenommen mit den Ichimoku gleitenden Durchschnitten hier, die wir quasi als Extremwerte sehen können. Also wir haben quasi Widerstandsbereiche, den wir auch aktuell hier feststellen, im grünen Bereich und wir haben Unterstützungsbereiche im blauen Bereich mit durchaus so mittleren Kursbewegungen, wo man sagt, okay, das könnten Ein- oder Ausstiegspunkte darstellen, die quasi aber auch als Gewinnmitnahmemöglichkeiten sich bieten könnten, je nachdem wie stark die Volatilität, dazu sollte man dann auch den Volatilitätsindikator mitnehmen, also hier, was haben wir hier, Trend,
Wo haben wir den Volatilitätsindikator? Den jetzt gerade nicht. Also der uns die Schwankungsbreite anzeigt. Theoretisch wäre es der ATR. Der ATR könnte das nämlich auch tun. Ich weiß noch nicht, ob der uns All-Time-Frames zeigt. Er uns das an? Der zeigt uns das, glaube ich, hier nicht an. Ne? Nee, zeigt uns das nur bis zur 4-Stunden-Ebene an. Das wäre auch eine Variante. Dann können wir im ATR könnten wir sagen, okay, auf 4 Stunden Handelsebene sehen wir einen Widerstands- oder Unterstützungspunkt und diese 4 Stunden Handelsebene Widerstands- und Unterstützungspunkte sagt mir natürlich dann ganz klar, am oberen Bereich sehe ich ein Land unter, am unteren Bereich sehe ich ebenso ein Land unter oder Land über und wie dem Ganzen auch entsprechend sei hier, sehen wir natürlich hier die Möglichkeit, dass dann im unteren Handelsbereich auf Tagesebene, das ist immer so ein bisschen der Stundenchart, der ist relativ interessant im Übrigen auch. Diejenigen, die ihn haben wollen, schicke ich ihn gerne zu. Der am heutigen Tage hier, das ist ja der Nasdaq, am heutigen Tage erwartete Handelsmarkt als Unterstützungszone hier unten, wird hier unten wieder gespiegelt, macht also dort unten natürlich dann Sinn, um hier zu sagen, okay, wenn wir unten bereits sind, sollten wir aus einer Position rausgehen. Das geht natürlich in Richtung Gewinnmitnahme. Und hier oben sollten wir vielleicht überlegen, ob wir auch, wenn wir stark gestiegen sind, Gewinne mitnehmen. Denn weiter dürfte der Markt nicht steigen. Was berechnet dieser hier oder was beinhaltet dieser ATR, die Average True Range, also diese wirkliche Handelsrange, zu erwartet? Die sagt eigentlich, wie stark ist der Markt geschwankt in den letzten Handelsperioden, also hier in den letzten, wie viel auch immer gesehenen, Stundenhandelsperioden und sagt dann natürlich hier, wie breit der Markt sich bewegt. Problem ist, wenn sich der Markt auf der Stelle bewegt, wie gerade aktuell, auf die letzten Handelsstundenkerzen gesehen, geht natürlich dieser Bereich eher weiter, wird der Bereich eher näher zusammenrücken. Wenn natürlich der Markt sich stark bewegt hat, wie vielleicht auch in dieser Phase oder gerade auch hier, dann geht natürlich der ATR weiter auseinander und prognostiziert natürlich auch weiter Schwankungen, der investiert entsprechend natürlich dann hier die Ratschläge nicht aufgrund der starken späteren Vergangenheit, sondern der wird immer die letzten Handelstage, die letzten Handelswochen oder die letzten Handelsstunden einbeziehen, entsprechend und daraufhin eine mögliche Idee geben, bis wohin der Markt laufen kann. Also das sind so grundlegende Einschätzungen, die wir feststellen könnten und die, wie gesagt, könnten natürlich hier aktuell dafür sorgen, dass der Markt sich auf der Long- oder auf der Short-Seite hier weiterhin positiv bewegt und das, wie gesagt, hier wären durchaus Möglichkeiten, die wir hier nutzen können. Das hier als Idee im Nasdaq weiterhin. Und das wären jetzt so die nächsten Handelsideen, die ich jetzt Ihnen gerade hier anzeigen wollte. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und der geht eigentlich mit dem ersten wiederum einher. Geistige Einstellung lässt sich relativ schnell erklären, gleichwohl das die größte Handelsaufgabe oder die größte Aufgabe im Handel darstellt, wie gesagt, die Einstellung des Verlustes der Verluste. Mittlerweile bin ich dabei, dass ich auch meine Handelsstrategie durchaus auf teils kürzere Handelsbewegungen umstelle. Und zwar sehen wir es gerade hier, kleiner Trade, in der Frühstücksbörse geboren, vorher auch schon hochgeladen und dann leider etwas zu spät auf Telegram für Sie platziert. Aber wie Sie bei mir wissen, ich prognostiziere, beziehungsweise prognostiziere stimmt natürlich nicht. Ich erzähle jetzt dir nichts, was ich nicht selber auch tun würde und was nicht der Wahrheit entsprechend hier definitiv jedenfalls nicht, was nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, ich bin wirklich hier reingegangen, habe den Trade so auch platziert. Hier gibt es keine anderen Trades, die ich nicht noch platziert hätte, die ich Ihnen dort nicht verkaufe. Es gibt ja so Börsenspekulanten, die gerne sagen, ich verkaufe, ich kaufe. Wenn der Trade gut geht, präsentiere ich nur den Trade, der in Gewinn läuft und Schwachsinn mache ich natürlich nicht, sondern ich zeige Ihnen auch nur, wenn ich diese Position selber entsprechend hier durchführe und das heißt 89,60 habe ich den Markt verkauft und das sieht bisweilen gar nicht schlecht aus. Die Variante hier ist zum einen auf der Extremwerteebene, das haben Sie vorhin mitbekommen, wenn Sie in der Frühstücksbörse dabei gewesen sind, Widerstandsbereich hier könnte etwas fallen. Obacht, der Trade sollte nicht länger als bis zur Europäischen Zentralbanknachricht nachher hier im Markt bleiben, denn da erwarten wir natürlich durchaus mehr oder eine Zunahme von Risiko. Das haben wir hier im Euro-Pfunde, heißt aber, ich erwarte auch eher mehr Trading-Aktionen hier bei mir auf kurzfristigeren Zeitebenen. Der Vorteil ist, dass man einen Trade schließt, den Gewinn oder den Verlust dann mitnimmt und man ist raus aus dem Markt. Bei diesen langfristig laufenden Positionen führt das dazu, gerade wie es aktuell vielleicht hier der Fall ist, auch bei mir natürlich,
der DAX geschnitten Brot läuft super. Aktuell haben wir noch die S&Ps, die laufen gerade nicht so wirklich gut für uns, eher schlecht natürlich. Demgegenüber steht nochmal ein S&P Long, der hilft ein bisschen wieder, die Verluste abzufedern. Heißt, wenn man langfristig handelt, hat man auch langfristig Positionen offen. Das kann andersrum auf die psychologische Betrachtung im Handel führen und andersrum vielleicht Sie in Mitleidenschaft ziehen, denn wenn Sie abends ins Bett gehen und sagen, oh Mist, mein Trade ist offen, das sieht alles nicht so gut aus, dann gehen Sie am nächsten Morgen an den Rechner und denken, oh, hoffentlich läuft es nicht komplett gegen mich. Das können Punkte sein, die Sie dafür entsprechend dann eher nutzen, um zu sagen, ich handle lieber die Märkte kurzfristig, ich gehe lieber kurz hier für ein paar Pips in den Markt auf der Seite rein. Gerade in unsicheren Zeiten macht das durchaus Sinn, denn das, was wir ja in den letzten Wochen gesehen haben, Euro-Dollar in Mitleidenschaft, stark auf der unteren Seite unterwegs und auf einmal dreht der Markt stark nach oben aus. Genau das, was ich gesagt habe hier, der Markt fällt langsam aus der Widerstandszone, hier aus der fallenden Zone heraus und dreht nach oben und das sorgt, wie gesagt, dafür, dass der Markt sich auf der Long-Seite hier bewegt und auf der Long-Seite, wie gesagt, den weiteren Ausbruch dort bemerkbar macht. Das wären meine Punkte, die ich hier sehe und das sind meine Punkte, die ich hier auf der Long-Seite weiterhin sehe und dahin, entsprechend dahingehend bin ich natürlich dann weiterhin auch vorsichtig hier dabei. Heißt trotzdem, bringt natürlich dann mit sich, wenn man jetzt kurzfristig, das sind ja Chancen, langfristig würde ich definitiv nur kaufen, kurzfristig würde ich sagen, lässt sich mit Sicherheit hier profitieren, aber nur am Widerstand, End of Day, diese klassische Variante, Stundenchart, Markt läuft in einen Widerstandsbereich, oben verkaufen, der Markt fällt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zum Ende des Handelstages ein wenig ab, nachdem er jedenfalls stark hatte zulegen können. Das sehen wir jetzt, das ist gerade etwas einfacher, hier nicht unbedingt, aber hier auch nochmal, wir haben stark zugelegt und die letzten Handelskerzen bringen uns genau das. Es wären zumindest 10, 15 Pips. Je mehr der Markt auch in US-Handelsebene steigt, desto mehr fängt man an, Extremwert hier zu verkaufen. Baut vielleicht 2, 3, 4, 5, dürfen nicht groß sein, kleinere Positionen auf. Wenn der Markt anfängt zu fallen und man leicht 10, 15, 20 Pips kumuliert im Gewinn ist, nimmt man die Position mit und lässt dann entsprechend hier vielleicht am nächsten Tag sogar die Gegenseite weiterlaufen. Also das sind so Varianten, die definitiv funktionieren. Vorteil, man ist zum Ende des Handelstages raus aus dem Markt, hat seinen Gewinn vielleicht mitgenommen oder einen kleinen Verlust realisiert und geht mit freiem Kopf am nächsten Handelstag in dieses Marktumfeld. Was der Vorteil dann, wie gesagt, ist, dass man ohne Verluste, ohne Gewinne, ohne schlechte Laune ins Bett geht, hat natürlich den Vorteil dann bei einer kurzen Handelsstrategie. Nachteil ist, schwere Handelsstrategien sind etwas teurer, weil man immer relativ viel natürlich am Spread bezahlt. Wenn ich nur 10 Pips immer wiederum mitnehme am Gewinn, habe ich ja vielleicht schon 1, 2 Pips, die dagegen stehen. Das heißt, mein Handel ist teurer. Wenn ich 10 Pips fahre und 2 Pips bezahle, sind das immer 20% Trading-Kosten. Wenn ich 100 Pips Gewinn fahre und 2 Pips Spread zahle, sind es nur noch 2%. Das heißt, da sieht man natürlich auch, dass die Kostenseite nicht zu vernachlässigen ist. Strategie auf die Probe stellen sind die letzten Punkte, die wir dann dabei sehen. Wie fange ich denn eigentlich an? Und das muss ganz klar auf einem Demokonto funktionieren. Das heißt, Sie fangen an, auf einem Demokonto zu probieren. Machen Franks Extremwerte eigentlich Sinn? Macht Franks Moving Average, also die gleitenden Durchschnitte als Kreuzstrategie eigentlich Sinn? Macht das Sinn, sich dort zu überlegen, wann immer der Markt von der langfristigen in die kurzfristige Variante dort sich umher oszillierend bewegt, da dann reinzugehen oder wiederum auszusteigen? Das sind Sachen, die sollten Sie auf dem Demokonto ausprobieren und genauso habe ich es entsprechend auch gemacht. Ich habe eine Handelsstrategie übernommen von dem guten Freund von mir, immer noch Walter Peters, hat ein Buch geschrieben, Trading Probabilities heißt es, glaube ich, ist leider nur in englischer Sprache verfügbar, ist auch relativ teuer, das Buch kostet, glaube ich, 70 oder 80 Euro. Da ist aber jede Seite lesenswert, denn er geht genau auf Handelskerzen ein, er geht genau auf jede Handelskerze, er ist wirklich sehr perfide dabei. Ich habe das ein bisschen aufgeweicht, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass diese perfekte Art und Weise der Handelskerzen nicht mehr existiert gerade, sondern im Gegenteil eher die Märkte in anderer Richtung sich bewegen und zwar ein wenig aufgeweicht sich bewegen. Klar gibt es noch diese sogenannten Pinderkerzen hier mit einer Bewegung auf der oberen oder unteren Seite. Nur manches Mal sehe ich die Märkte etwas aufgeweichter auf der anderen Ebene. Okay, auch das hier ist eine super Gegenbewegung. Das wäre der bei Walter Peters zum Beispiel nicht der Fall gewesen. Der hätte gesagt, okay, das ist hier kein Kaufsignal für mich, sondern genau das auch ein Kaufsignal, wenn der Markt eine Verkaufskerze oder eine abfallende Tendenz uns hier zeigt und parallel dazu danach dann wiederum nach oben steigt, sehen wir auch hier Kaufpotenzial im Markt und gehen dann
durchaus dann dadurch ein Long auf der Seite oberhalb rein mit einem Stop-Loss auf der anderen Seite. Das sollten Sie im Demokonto testen. Im Demokonto testen, Strategie auf die Probe stellen. Macht das eigentlich Sinn? Macht das Sinn, vielleicht hier wirklich nur zum Tagesende 5, 10, 15, 20 Pips herauszunehmen? Wenn, wie im Beispiel gerade im Euro-Dollar, der Markt stark gestiegen ist, probieren Sie es einfach aus. Probieren geht über Studieren. Das ist auch meine Philosophie hier, einfach mal zu testen, wenn der Markt stark gestiegen ist, verkaufen Sie einfach mal und machen Sie es über eine Bandbreite von durchaus 100 Trades. Wenn Sie 100 Trades gemacht haben, stellen Sie fest, ob eine Strategie wirklich funktioniert. Das gilt für mehrere Strategien, heißt vielleicht bei drei Brokern, drei Demokonten dreimal versuchen. Die langfristigen Strategien, die Sie ja zum Beispiel hier sehen können, die können Sie ganz easy nebenher abfrühstücken. Versuchen Sie einfach doch mal, je tiefer eure Dollar fällt, im Monatszahl zum Beispiel, je tiefer eure Dollar fällt, desto mehr fangen Sie an, leicht zu verkaufen. Heißt natürlich eine Strategie, die auf Wochen-, Tages- oder Monatsbasis funktioniert. Die müssten Sie mit Sicherheit eher über ein Jahr lang testen. Hat aber den Vorteil, so eine Strategie schauen Sie sich vielleicht einmal in der Woche an, gucken, wo der Markt steht, fügen Positionen hinzu, nehmen Gewinne eventuell mit. Das kann man also nebenher machen. Auch die Strategie, die ich hier ja fahre bei BT Swiss mit meinen Trading-Signalen, die können Sie nebenher mitfahren, denn die sehen Sie ja sowieso jeden Tag, wenn Sie VIP-Kunde bei uns sind. Und die kurzfristige Strategie, die können Sie im Intraday-Tageshandel 5-Minuten-Chart, 10-Minuten-Chart selber ausprobieren. Das Gleiche lässt sich ja immer in der Top-Down, also in der von oben nach unten gesehenen Analyse, komplett super identische induzieren, denn wir sehen hier Widerstandsbereich, Widerstand, 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 Widerstand. Oh, wird gebrochen nach oben hin, kommt der Markt nochmal zurück zur Unterstützung, vielleicht nicht. Kaufen trotzdem könnte man und lass laufen, bis zum nächsten Widerstandspunkt ist es noch weit weg. Hier beispielsweise so etwas, Stop-Loss unten drunter. Einstiegspunkt, also wir sehen einen fallenden Trend, der wird gebrochen hier. Noch wissen wir nicht, wo es hingeht, noch wissen wir nicht, Seitwärtsbewegung. Die vorangegangenen Hochpunkte werden nach oben durchbrochen, genau hier der Fall. Heißt, da kaufen wir, Stop-Loss auf die andere Seite nach unten. Take Profit, wo sonst, wenn nicht. Entweder am vormaligen Widerstandspunkt oder an diesem Widerstandspunkt, den ganzen Rest wissen wir ja noch nicht im Chart. Kaufen wir also hier, Stop-Loss 15 Pips, Take Profit 1, 15 Pips, also schon mal 1:1 Gewinnverlust, Take Profit 2, 20 Pips, wäre eine Strategie, die man durchaus prüfen kann. Also Extrembereiche bzw. Trendlinien durchbrochen nach oben oder nach unten kann man durchaus handeln. Gleichfalls kann man natürlich auch hier so etwas handeln. Markt findet eine Unterstützung, Widerstand bricht, ups, fällt der Markt, ja, er fällt, verkaufen wir dort, Stop-Loss müsste auch wieder auf die andere Seite hier nach oben gelegt werden, Take-Profit wäre dann natürlich hier die nächste Zone, zum Beispiel diese Zone, Tagespivot-Zone, wäre jetzt nicht so eine eindeutige Zone, die ich hier sehen würde, das wäre natürlich der zunächst sehr, sehr nahe gelegen, ich glaube, ich würde wahrscheinlich diesen Punkt hier in dem Fall nehmen, da wären es in dem Fall, wenn wir hier verkauft hätten, 20 Pips, 22 Pips Stop-Loss, der erste Take-Profit wären 10 Pips, also vielleicht noch nicht unbedingt ein Trade, den ich machen würde, hätte man vielleicht nicht genommen oder man hätte die Regeln ein bisschen aufgeweicht oder den Stop-Loss ein bisschen angepasst. Also das sind so Grundideen hier. Sie sehen, ich formuliere es etwas vage, denn im Trading, und das ist auch nochmal der Unterschied zu der Strategie von dem Walter Peters, der hat es textbuchmäßig im Chart natürlich analysiert auf 180, 250 Seiten, ziemlich dicker Wälzer, sehr interessantes Werk. Wie gesagt, hier, ich habe es etwas aufgeweicht für mich, denn im Chart, und das kennen Sie auch, es ist immer wieder etwas anders, man sieht immer wieder etwas andere Ideen, man sieht immer wieder leicht andere Grundlagen, immer wieder leicht andere Möglichkeiten, die sich dort im Markt präsentieren und das bedingt natürlich dann entsprechend ebenso, dass der Markt sich immer wieder anders präsentiert und man anders auf Situationen eingehen muss. So, zusammengefasst. Wie finde ich eine funktionierende Handelsstrategie? Kupfern Sie stumpf einfach von anderen ab. Schauen Sie in den Märkten, was geht. Hören Sie mir zu, hören Sie anderen Händlern zu, hören Sie einem Walter Peters zu und schauen Sie, was die machen, was die für sich als funktionierte beanspruchen, genauso wie ich das bei mir entsprechend ja seit langen Jahren auch schon tue und nutzen Sie dann Ihre geistige Einstellung in Bezug auf, was funktioniert. Stichwort ist, handle ich langfristig oder handle ich kurzfristig, wobei man nicht verwechseln sollte, kurzfristiges Handeln mit Gambling zu verwechseln, denn beim kurzfristigen Trading
werden ja andere Bereiche im Kopf dort angetriggert und sorgen für andere Ergebnisse durchaus oder auch andere Suchtpotenzial, andere Suchtmöglichkeiten. Heißt aber natürlich ganz klar, will ich abends mit Verlust oder Gewinntrades ins Bett gehen oder will ich bis zum Feierabend hier mich wie in meinem Job eventuell vom Arbeitsplatz entfernen und sagen, so, das war's, ob Gewinn oder Verlust, egal, ich löse mich vom Rechner und dann fangen Sie an, verschiedene Strategien zu probieren und die im Demo-Account auf die Probe zu stellen. Aber dann soll natürlich auch ganz klar vom Demo-Account in Richtung eines Live-Kontos gewechselt werden, denn erst wenn Sie das Ganze live handeln und da, wie gesagt, mit, das hatte ich anfänglich erzählt, mit ganz geringem Risiko 1-2 maximal Prozentpünktchen pro Trade auf Ihren Gesamtaccount. Erst dann lernen Sie laufen und wenn Sie dann ein wenig losgelaufen sind, dann können Sie aufgrund Ihrer Strategie, die kennen Sie ja dann und wissen, dass sie funktioniert, Sie wissen, wie oft Sie im Schnitt verlieren, Sie wissen, wie oft Sie im Schnitt gewinnen und können dann natürlich daran absehen, dass die Märkte funktionieren und können danach Ihr Portfolio in puncto Risiko weiter ausbauen. Also, dann sehen wir das erst einmal als solches betrachten und gucken bitte auch hier, freue mich dann auf Sie auch in 2 Wochen, genau. Gucken Sie bitte wieder hier vorbei. Dann geht es ums Thema, wie wir das Portfolio wirklich als Portfolio betrachten, wie viel Risiko wir dann in unserem Portfolio involvieren und wie wir das Ganze weiter nach vorne bringen. Und dann haben Sie eigentlich alles an der Hand, um von der Grundlagenseite von einem einzelnen Trade bis im Hinblick auf das gesamte Portfolio Ihre Strategie nutzen zu können, was im Markt gewisserweise ja, die Voraussetzung ist, um erfolgreich handeln zu können. Fragen sehe ich von Ihnen keine. Ich freue mich, dass hier ich freue mich, dass mittlerweile hier mehr Teilnehmer auch in unsere Seminarreihe hier bei den Trading Talks dabei sind. Logischerweise lässt sich der gesamte Inhalt auch im Web bei uns anschauen. Sie können auf unserer Internetseite ganz klar natürlich auch die vorangegangenen Webinare sich wiederum erneut anschauen. Bis dahin viel Erfolg. Danke fürs Zuhören. Wäre immer noch interessiert gewesen hier, ob es der gleiche Matthias Gaedtke ist, den ich denke, dass er